Kosten für Essen und Trinken schon enthalten oder kann ich sie zusätzlich absetzen? Beim Taggeld sind die Kosten für Essen und Trinken enthalten. Es ist der Verpflegungsmehraufwand. Man geht davon aus, dass man, wenn man in fremder Umgebung ist, nicht genau weiß, wo das günstigste und das nächste Lokal, Supermarkt, was auch immer ist, und daher die 26,40 als fiktive Betriebsausgabe anstatt der Essensrechnung. Achtung, wenn Sie natürlich mit Geschäftsfreunden essen gehen, kann man das natürlich reingeben, muss allerdings das Taggeld dann natürlich entsprechend kürzen. Ist die etwas längere Frage, ist die Zahlung von Kammergrundumlage an die Wirtschaftskammer und Unfallversicherung an die Sozialversicherung als Betriebsausgabe anzusetzen oder als andere Position? Gott sei Dank, das ist eine Betriebsausgabe. Also es sind ja auch wirklich Kosten, Sie sind ja nur Kammermitglied, weil Sie selbstständig sind, und auch die Sozialversicherung, bei der gewerblichen Sozialversicherung zahlen Sie nur, weil Sie selbstständig sind. Das heißt volle Betriebsausgabe. Wie sieht es mit Kleidung, zum Beispiel einem Anzug, als Betriebsausgabe aus? Zumindest teilweise möglich? Leider nein. Also Kleidung, die man auch im Alltag tragen kann, darf man nicht steuerlich geltend machen. Wohingegen Arbeitsschuhe, Stahlkappenschuhe oder auch Softshelljacken mit einem Werbeaufdruck, Werbelogo schon. Allerdings das Klassische, was ich privat auch tragen kann, auch wenn man es vielleicht nicht tut, weil man privat eben keine Anzüge tragen möchte, kann man nicht als Betriebsausgabe geltend machen. Sind Dienstleistungen für Kunden im EU-Ausland umsatzsteuerpflichtig? Ja, also darf ich noch nachlesen? Ich sehe da Beratungsdienstleistungen. Ja. Also Dienstleistungen sind sehr speziell und unterschiedlich aufgegliedert. Es kommt auf die Art der Beratung an. Grundsätzlich verstehe ich die Frage jetzt so, dass die Dienstleistung erbracht wird an einen Kunden im Ausland. Wenn es nicht gerade mit einem Grundstück im Zusammenhang ist, dann ist es anders. Dann ist diese Dienstleistung netto in Österreich und der Unternehmerkunde muss es versteuern, nämlich umsatzsteuermäßig, in Deutschland zum Beispiel oder wo auch immer in der EU. Sollte es ein Privatkunde sein, muss österreichische Umsatzsteuer draufstehen. Also da gibt es Sonderregelungen in den Dienstleistungen. Mhm. Muss ich bei geringfügigen Wirtschaftsgütern eine Inventarliste oder dergleichen führen? Vielleicht auch kurz zu sagen, was sind geringfügige Wirtschaftsgüter, genau, falls das nicht jeder weiß. Also geringwertige Wirtschaftsgüter sind Güter des Anlagevermögens, also Dinge, die man als Betriebsgrundlage braucht, um überhaupt arbeiten und selbstständig sein zu können. Und die müssten abgeschrieben werden über die Nutzungsdauer, sind nicht sofort Betriebsausgabe, und da gibt es die Sonderregelung. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind zwar Anlagevermögen, solange der Wert aber unter 400 Euro ist, kann man die sofort als Betriebsausgabe geltend machen. Man muss sie dann nicht über die Nutzungsdauer abschreiben. Und man muss keine Inventarliste führen. Das also nicht wie beim Anlagevermögen? Nein, also die finden nur Eingang in die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Wenn ich ein Zimmer in meiner Wohnung als Beratungszimmer für selbstständige Tätigkeit nutze und entsprechend einrichte, dort auch einen Schreibtisch mit Laptop habe, den ich auch privat nutze, darf ich trotzdem das Zimmer mit allen Ausgaben abschreiben? Also wenn die Kriterien erfüllt sind, dass das Zimmer auch absetzbar ist, natürlich. Also den Computer, das ist auch der Finanzverwaltung klar, dass man den auch privat nutzt. Da wäre eventuell ein Privatanteil beim Computer auszuscheiden, weil man halt seine privaten E-Mails, Flüge oder was auch immer, Urlaube bucht, Recherchen im privaten Bereich macht. Aber das ist dann eher auf Laptop-Seite. Das Arbeitszimmer ist auf jeden Fall gültig. Wie sind Einnahmen aus dem Ausland zu melden, vor allem betreffend der Umsatzsteuer? Also Einnahmen aus dem Ausland sind ganz normale Einnahmen in der Einkommensteuer, also Einnahmen-Ausgabenrechnung, zu erfassen. Umsatzsteuerlich kommt es jetzt darauf an, grundsätzlich, wenn es eine Lieferung ist, haben wir eine innergemeinschaftliche Lieferung, die dann bei dem Unternehmer selbst einen innergemeinschaftlichen Erwerb auslöst. Durch den Nachweis der Umsatzsteueridentifikationsnummer bekommt der Erwerber in Österreich eine Nettorechnung und muss, sonst wäre die ganze Rechnung netto für immer, muss sozusagen die Erwerbsteuer in der Umsatzsteuervormeldung abführen, angeben, kann sich in der gleichen Umsatzsteuervormeldung aber auch die Vorsteuer holen. Das heißt, diese ganze Rechnung findet am Papier statt, muss aber auf jeden Fall gemeldet werden.
Darf ich Dinge, die ich vor der offiziellen Gründung, wie zum Beispiel die Lösung des Gewerbescheins, Anmeldung bei der Wirtschaftskammer etc., für meine Selbstständigkeit eingekauft habe, auch Büromaterial, Waren etc., trotzdem für dasselbe Jahr in der nächsten Einkommensteuererklärung abschreiben? Also grundsätzlich mache ich jetzt ein Beispiel, dass das auch veranschaulicht wird. Man macht sich 2016 selbstständig und hat halt natürlich schon 2016 diverse Ausgaben, macht sie vielleicht erst im Herbst selbstständig und hat aber schon im Februar Ausgaben gehabt. Ja, dann kann man diese Ausgaben geltend machen. Schwierig wird es, wenn Sie sich 2015 schon etwas gekauft haben und keine Steuernummer hatten, dann kann man es 2016 nicht mehr geltend machen. Da muss man sich überlegen, ob man nicht schon im Vorjahr oder die Steuernummer hätte beantragen müssen. Oder wenn es jetzt in die Zukunft geht, man macht sich 2017 selbstständig und hat aber schon Ausgaben 2016, dann sollte man vielleicht schon daran denken, eventuell eine Steuernummer zu beantragen. Steuernummer hat nichts mit der Gewerbeanmeldung zu tun. Steuernummer bekommt man auch so. Also die Absicht, sich selbstständig zu machen, reicht aus, um eine Steuernummer zu bekommen? Ja, allerdings muss sie wirklich ordentlich nachgewiesen werden. Also die Finanzverwaltung schaut sich das dann in dem speziellen Fall schon sehr genau an. Aber wenn man zum Beispiel eine Anmietung eines Geschäftslokals und so weiter hat, ist das durchaus realistisch, dass man auch keine Gewerbeberechtigung hat und die Startphase länger andauert. Wie lange habe ich Zeit, um die Umsatzsteuer von getätigten Investitionen vor der Geschäftseröffnung geltend zu machen? Das geht nur, wenn eine Steuernummer vorhanden ist. Ist keine Steuernummer vorhanden, dann nicht. Also ich sage jetzt einmal, alles was heuer ist, so im zweiten Quartal sind wir ja jetzt schon. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel im Juni selbstständig machen, dann können Sie natürlich für das zweite Quartal, wenn Sie die Steuernummer beantragen, das schon geltend machen. Aber davor wird es schwierig. Mhm.